Gegen 22.50 Uhr sind Einsatzkräfte der Polizei Berlin hier zum Tempodrom alarmiert worden. Einsatzanlass soll eine Schießerei gewesen sein. Im Tempodrom hatte es eine Veranstaltung gegeben. Vor dem Tempodrom kam es im weiteren Verlauf zu einer Schießerei. Als Ergebnis dieser Schießerei gibt es einen Toten hier vor dem Tempodrom und einen Schwerverletzten, den die Einsatzkräfte hier auch angetroffen haben. Es gibt drei weitere Verletzte, die in umliegende Krankenhäuser verteilt wurden. Die Ermittlungen der 8. Mordkommission dauern an. Aktuell läuft hier die Spurensuche. Die Polizei Berlin hat für diesen Einsatz rund 200 Einsatzkräfte hier im Bereich eingesetzt, die sich durch Kräfte der Hundertschaften rekrutieren, die auch auf der Spurensuche sind, die Mordkommission, die Kriminaltechnik. Es werden Zeugen vernommen und es wird sicherlich nach den flüchtigen Tätern gefahndet und gesucht. Zu den Hintergründen kann aktuell noch nichts gesagt werden, das ist Gegenstand der Ermittlungen der Mordkommission.